herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Peacemaker. Meine Freundin schlaft. Deswegen müssen wir jetzt die ganze Folge lang flüstern. So, wir fangen mit der Mission an. War nur Spaß. War nur Spaß. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Peacemaker. Das ist Terminator Resistance. Und es gibt ein paar Sachen zum sagen. Ne? Ja. Erstens habe ich letztes Mal vergessen, die neuen Abonnenten zu begrüßen. Ich weiß nicht, wie sie alle heißen, weil sie haben noch nichts kommentiert. Ich kann nicht wissen, wie ihr heißt, wenn ihr nichts kommentiert. Ich sag's euch nur. Ja. Also alle, die wissen wollen oder gegrüßt werden wollen oder sonst irgendwas in die Richtung, die sollen ruhig, die können ruhig einmal kommentieren, damit ich weiß, wie sie heißen, und dann werde ich euch auch grüßen lassen, was ja überhaupt kein Problem darstellen sollte. Außerdem möchte ich, dass die ganze Community auf meinem Kanal bitte dem Bibino alles Gute wünscht. Der ist krank. Und auch an alle anderen Kranken da draußen. Wir schicken denen allen ein Licht. Ja, voll. Und die sollen alle wieder gesund sein. Alle. Wirklich. Weil es kann ja nicht sein, krank sein ist nicht schön. So. Gell? Voll. So. Ich kann mich nicht aufs Aufbrechen konzentrieren, während ich rede. Was gibt's noch zum Sagen? Ja, genau. Es gibt bis jetzt ein blaues Herz im Umlauf für alle Neuen. Und ein goldenes Herz. Es gibt aber noch ein grünes Herz. Ein rosanes Herz gibt's auch, aber da gibt's nur eins. Und das gehört meiner Freundin. So. Ja. Was gibt's noch? Trilent, dir wollte ich noch irgendwas sagen. Irgendwas wollte ich da noch sagen. Ich hab's aber vergessen. Aber vielleicht fällt's mir ja noch ein. So, wir gehen heute einmal weiter. In der Welt der Maschinen. Wir werden kämpfen. Hoffentlich nicht sterben. Und dann wieder kämpfen. Und jetzt brechen wir endlich das Schloss noch einmal auf. Weil, was ihr nicht mitgekriegt habt, vorher hat die Videosequenz alles noch einmal von vorn bekommen. Also wir sind eigentlich gerade von da kommen. Also das heißt, wir müssen alles, was wir gestern gemacht haben, noch einmal machen. Die Videosequenzen habe ich euch erspart, indem ich einfach das Video erst dann gestartet habe. Wie die blöden Sequenzen vorbei waren. Ach Gott, jetzt haben wir keine Dietriche mehr. Oh ja, haben wir eh noch. Haben wir noch. Alles da. Na, was ist los? Ah ja, ich weiß schon. Trilent. In Livigno. Livigno, oder? Ja. Wünsche ich natürlich auch alles Gute. Natürlich. Freilich. Trilent übrigens für alle Neuen ist der einzige Träger zurzeit des Blauen Herzes. Das hat er sich schon 2019 verdient. Also rein theoretisch tragt er das jetzt schon ein Jahr lang. Ne? Genauso wie der Bibino, der hat sich das Goldene Herz auch noch 2019 verdient. Und jeder, der ein Herz besitzt, zeichnet sich auf meinem Kanal natürlich voll aus, weil der hat auch das, was das Herz bedeutet. Also das Blaue ist treu. Der Trilent, der kommentiert wirklich jedes Video. Was ich freue mich immer voll auf deine Kommentare, Trilent. Das finde ich immer voll cool. Ah je. Ah je. Ach! Jetzt ist uns abgebrochen. Ah, weiter rauf ein bisschen noch. So. Jawohl. Passt. Und die Tipps von Bibino. Der Bibino hat das goldene Herz. Das goldene Herz. Es gibt. Also ich kenne jetzt niemanden,
der wirklich so Tipps hat. Ich meine, es gibt schon, der Zockkopf hat auch gute Tipps, aber der Bibino, ich sag's euch, wenn es um 7 Days to Die geht, ist der einfach ein Hämmer. So, somit hätten wir jetzt wieder den Stand von gestern. Gehen wir daher und schauen, was die will. I heard about Mark. What happened? There was a close call, but he's on the mend now. And I have to thank you for that. So, thank you. So, what's new with you? I've been ordered to go to Pasadena to collect some intel. Is there anything you need from there? Right now, I don't need anything. But there's also, sie braucht nichts von uns. In. Ich frage mich, when ah, doch. Running away the other day, Colin was supposed to bring Colin sollte etwas mitnehmen. Boxes of adrenaline, painkillers, Schachteln mit Adrenalin, Schmerzmittel und wer weiß was. Er brachte nichts mit, also gehe ich davon aus, dass alles noch dort ist. Die Stimulanzen könnten nützlich sein. In kleinen Dosen können sie Konzentration und Aufmerksamkeit steigern. Ich an deiner Stelle würde mir das ansehen. Nein, ich glaube nicht, dass die so eine Stimme hat. Ich an deiner... Du hast doch nicht... Du hast... Was? Du hast doch nicht deine Meinung geändert, was deinen Beitritt zum Widerstand angeht, oder? Erins Geschichte, okay. You didn't change your mind about joining resistance? No, I'm packed and ready to go. You're the one that kept saying that we're going, when in fact we're not. Oh, you really pissed me off, I must say. Okay, sie ist sauer. Ich muss jetzt gehen. Talk to Ryan. He wanted to give you something. Er will mir etwas geben. Ryan, geh mal zum Ryan. Hey Ryan, was geht ab? Brudi! I see you got that bus running again. Ja, er hat den Bus repariert. Well, don't write me off just yet. I still got it. Er hat nichts verlernt. Jedenfalls habe ich etwas für dich. Was hat er? Ein Terminierungsmesser? What the fuck? Ich glaube kaum, dass den Terminatoren ein Messer interessieren wird. Sie werden mich auslachen. Nähere dich einem Terminator rasch von hinten. Wenn du mit einem Terminierungsmesser ausgerüstet bist, drücke R2, wenn die Interaktionsanzeige auf seinem Rücken erscheint. Okay. Ich kann jetzt Terminatoren von hinten abstechen, ist ja auch geil. Termination Knife. It's supposed to shut down a Terminator with a single stab. So, if you sneak in and you want to take them down silently, well, that's your go-to weapon. I guess you could say it terminates Terminators. Wow, that was almost a jetzt haben wir das Fell des Todes. Ach Gott, bitte, ich will nicht so viel, ich will jetzt wieder kämpfen gehen. Wiederschauen, wir gehen kämpfen. Wir müssen für Ordnung und Recht und Frieden sorgen. Ja, wir werden für Frieden sorgen. I have a mission for you, a secret mission, super important. Aha. Probably the most important vermutlich der wichtigste Auftrag, den wir je gekriegt haben. Ja, machen wir. Kreide ist wichtig. Du musst zeichnen können. Could you bring it to me? Ja, selbstverständlich. I did bring you that bullet one time. Ja, genau. Du hast mir ja auch was gebracht. Cool. Selbstverständlich werde ich dir das holen, mein lieber kleiner Junge. So. Wir gehen raus. Und stechen Terminatoren ab. Ich würde ja gern hacken. Stell dir vor, wir hätten einen T-800 auf unserer Seite. Das wäre doch einfach geil, oder? Ja, das wäre geil. Piu, piu, der hätte alles niederschießen, was sich so im Weg stellt. Und wenn er dann kaputt ist, dann nehmen wir uns den nächsten T-800. Schön. So ein eigener Terminator kann doch alles, oder? Schaut euch Terminator 2 an, wenn ihr es nicht wisst. So, wir sind endlich durch die Ladezeit, die wirklich ziemlich kurz ist, aber zum Schneiden ist halt wirklich, wirklich zu kurz. Aber also zu kurz zum Schneiden, aber zu lang zum Warten. Das ist irgendwie so. Okay, wir haben 3 Zielorte. Schauen wir mal, welcher der erste ist. 320, 348, 32. Das heißt, wir gehen als erster zu denen. Ich sehe, da hinten bewegt sich was. Ah ja, ah ja. Sind das nur die Fliegenden?
Ja, das sind nur die Fliegenden. Das macht nichts. Wir verstecken uns da. Dann kommen die auch nicht her und schießen auf mich, weil ich würde sie gerne mit meinem neuen Plasmagerät mehr machen. Ahaha. Ah, ich kann auch Fotos machen. Okay, passt. Die darf ich nicht vergessen. Die sind wichtig, ganz sicher, für den Widerstand. Damit der Widerstand informiert ist, was da so abgeht. Da draußen, da. So, wir wechseln die Waffe. Genau, wir wechseln die Waffe. Wir haben zwei Strahlenpistolen dabei, Plasmakanonen, die wir natürlich sofort in die Hand nehmen, wenn solche depperten. Na, was los? Wir wollen Waffe wechseln. Ja, genau. Nein. Ja, Mann. So, schauen wir mal. Gehen wir weiter. Die haben da nur einen Rundflug gemacht. Anscheinend ist da nichts gefährlich. Ah, oh ja, da sind sie ja schon wieder. Die depperten Sau, die depperten. Einmal. Zweimal. Und? Dreimal. So, jetzt schauen wir, ob da eh nirgends ein T-800 ist. Wir machen für den Widerstand ein Foto von diesem Tor. Ich wette, das ist völlig unnötig. Passt. Kein geeignetes Ziel gefunden. Okay, ich kann nur Terminatoren fotografieren. Mit den Chips können wir die Waffen auch noch verbessern. Wir können ganz böse Waffen kreieren. Da vorne sind Spinnenviecher. Es sind keine Spinnenviecher. Das sind Spinnenviecher. Das sind so Deppote, Deppote, Deppote. Komm, trau dich. Ich hab dich da kriechen sehen, du Sackgesicht. Komm, was ist? Du Maschine. Achso, das ist ja gar kein Schimpfwort für dich. Du Wesen mit Gefühlen. Ha? Siehst? Komm her. Traust dich eh nicht, hab ich ja gewusst. Ah, da, schau. Ja, ich werde da jetzt aufbrechen, damit der depperte Terminator, depperte da draußen dann auf mich losgehen kann. So blöd bin ich nicht. Oh ja, bin ich. 60% Chance. Oh. Platz offen. Ah, kurzes Leben. Da noch irgendwo einer? Nein, sind nur der gewesen. Seit ich mit T-800 konfrontiert wurde, sind mir die kleinen Terminatoren ziemlich egal. Möchte ich ehrlich zugeben. Sie sind mir so egal, aber die Teile interessieren mich. Gib mir deine Teile. Was ist das? Ein Skynet-Chip, 6%? Naja, schlimmstenfalls verkauft man halt. Jetzt weiß ich ja, wie das geht. Ne? So, Moment, ich muss mich kurz anders hinsetzen. So, jetzt ist er ein bisschen besser. Schauen wir mal, wie lange das haltet. So, wir sind noch immer auf dem Weg zum weitesten entfernten Ziel. Nein, da 289, 231. Okay, wir gehen zu dem... Oh, fuck the Millennium in! Hall! Wow! Die kommen trotzdem. Wo? Wer? What the fuck? Was man da dauernd diese grüne Sicht aktivieren muss, stört mich ein bisschen. Aber ist nicht schlimm. Man muss sich nur dran gewöhnen. Man muss sich nur dran gewöhnen! Dann wird das auch was. Die Musik stört mich. Ja, passt. Ist schon aus. Ist schon aus, die Musik. Gehen wir mal darauf. Oder auch nicht. Gehen wir darauf. Ja, da gehen wir rauf. Nein, da gehen wir auch nicht drauf. Ah ja. Wie würde ich auf die Karte schauen, würde ich natürlich drauf kommen.
dass ich da nirgends rauf kann. Ha. Weil Budget zu kurz, zu wenig. Die haben da sicher viel, viel Besseres im Kopf gehabt. Aber sie haben das eh gut gemacht, finde ich. YouTube. Private, there's a strong possibility that you'll encounter a T-47 there. It's Skynet's newest Walker-type HK. Wir müssen einen T-47 fotografieren. Ist das ein T-47? Gepanzerte Spinne, das ist kein T-47. Das ist nur eine gepanzerte Spinne, die mich gleich im Visier hat, weil ich zu dumm bin, in Deckung zu gehen. Das war mal eine gepanzerte Spinne. Aber wir müssen uns in Acht nehmen. Irgendwo. Die T-47, die schauen irgendwie. Ich glaube, das sind die irgendwie so komisch wie 80er Jahre Roboter ausschauen. Also so voll stabil. Also so LKW-mäßig eben. Hacken, sehr einfach. Na dann hacken wir mal. Zack, 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 zack. Hacken erfolgreich. Ich habe die Trophäe Hacker freigeschaltet. Das ist schon mal sehr gut. Lauter Spinnen passt. Spinnen machen wir nichts. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und du wirst auch. Okay, komm, komm. Die wollten alle spielen. Ihr wolltet alle spielen, doch ihr habt verloren. Haha. Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Mir ist gerade eingefallen. Aha. Warum sollte ich da einen Dietrich benutzen? What the fuck? Komm ich da? Ist das ein Portal? Komm ich da woanders hin oder was? Na geh, das ist ja Verschwendung. Echt jetzt. Was willst du da finden? Sie verspotten mich. Ah ja. Na dann lesen wir. Sie spotten mich. Sie steht einfach da und verhöhnt mich. Sie überlebt den Tag des jüngsten Gerichts, stellt sich gegen den sauren Regen, den atomaren Niederschlag, die Terminatoren und HKs. Und ich habe nur bei dem Versuch, meinen Namen in einen gottverdammten Gegenstand zu ritzen, mein Messer abgebrochen. Jeden Tag laufe ich daran vorbei, keine Mauern stützen sie ab, und doch rührt sie sich kein bisschen. Ich weigere mich zu glauben, dass es nichts auf der anderen Seite dieser Tür gibt. Ich wette, dieser Krieg würde enden, wenn ich sie nur öffnen könnte. Kein Skynet mehr, keine Plünderungen, mehr auf der Suche nach Essen, kein Leiden mehr. Aha, interessant. Er hat sich geirrt. Es gibt nichts auf der anderen Seite. Tja, so ein Pech. Aber er hätte ja nur drum herum gehen müssen. Also so ist es ja nicht. Also ich gehe in die falsche Richtung. So ein Scheiß. What the fuck? Ah, fuck, ich habe einen Generator nicht zerstört. Da vorne hast du ihn. Nein, das ist der T-808. Was? Oh, der hat einen Flammenwerfer auf der Schulter. Das ist ja nicht so gut. Ich muss den voll auf die Kamera kriegen. Ich weiß nicht, ob der Widerstand weiß, dass es einen T-808 gibt. Scheiße. Hm. Okay, macht nichts, macht nichts. Wir werden das schon checken. Wir laufen nicht davon. So viel steht einmal fest. Das ist schon einmal sicher. Wir sind nur etwa... Oh, what the fuck? Machst du da? Geh wieder. Du willst da gar nicht sein.
So. Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich muss mich ransneaken an ihn. Und dann kann ich ihn von hinten abstechen. So. Ah, fuck, er bleibt da stehen. Scheiße. Okay, er bleibt da stehen. Das ist Arsch, weil von da muss ich rundherum gehen. Okay. Warten wir, bis er wieder kommt. T808. Ganz arg. Flammenwerfer. Ohoho. Nein, das dauert zu lang. Wir machen es da. Oh. Okay, das war nix. Macht nix. Oh, der steht noch einmal auf. Wieso stehst du noch einmal auf? Was ist mit dir los? Bleib gefälligst liegen. Chip rausnehmen und fertig. So gut, dann. Da, what the fuck? Ja, ja, ich sehe dir. Chip rausnehmen und fertig. Der hat mir das da aufgemacht, finde ich sehr nett von ihm. Dankeschön. Ah, da ist ein Luftschacht, sehr schön. Das. Dissen, detten, dissen. Entlang dissen, detten, dissen. Ja, wir schauen in den Luftschacht rein, natürlich. Blöd wäre man, wenn wir das nicht machen würden, oder? Was sagt ihr? Kommt's mit! Geh mal in den Luftschacht! Seid's alle da! Wo seid ihr alle? Oh nein! Nein, Tryland ist da auf der Seite und Bibino ist auf der anderen Seite. Ich geh mal Rückendeckung. So schaut's aus. So, das war aber nicht sehr viel, was ich da jetzt gefunden habe. Ich meine, ich hab's nicht genau angeschaut. Aber irgendwas haben wir gefunden. So. Gehen wir wieder zurück. Denn wir hatten Glück, wir haben, Munition war glaube ich dabei, gell? So, schauen wir mal, wo ist er? Den einen habe ich nicht fotografiert, aber dich fotografiere ich jetzt. Jawohl. Schrecklich. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ha, na wo bin ich? Na wo bin ich? Nicht mehr da, lustiger. Hast du was gesehen? Wahrscheinlich, gell? Aber du bist dann immer sicher, gell? Da drinnen kann ich nicht schießen. Ich muss warten, bis der wieder geht. Dann kann ich ihm hinten in den Prozessor reinballern. Oder auf den Flammenwerfer. Vielleicht explodiert er dann. Das werden wir jetzt ausprobieren. Fotografiert habe ich ihn. Er hat sich wieder beruhigt. Jetzt muss er nur noch weggehen. Na komm, verpiss dich. Verpiss dich! Warte, haha, ich habe eine Idee. Wir haben ihn jetzt da reingeloggt. Und der bleibt da jetzt stehen. Der glaubt, wir sind in dem Luftschacht drin. Also, wir kommen da nicht raus. Ah, das ist aber blöd. Ah, jetzt geht er wieder. Okay. Das interessiert es ja nicht mehr. Jetzt will er nicht mehr. Vielleicht können wir ihn jetzt sneaken, ha? Schauen wir mal. Nein, er geht, er geht. Prozent Ladestreifen, cool. Da hinten ist ein Tor zum Hacken. Ich versuche dahin zu gehen. Wo ist das Tor? Bin ich schon ganz deppert. Los mit mir!
Wo ist das Tor? Zeig mir das Tor. Das kommt mir nur so vor wie ein Tor. Ui, der war ganz schlecht. Der war wirklich ganz schlecht. Ist das das da? Nein. Was ist das da? In der Wand ein Riss oder was? Das schauen wir uns jetzt an. Habe ich da leicht was übersehen? Na, das ist aber nicht schön. Deswegen werde ich da gleich nachsehen. Habe ich was zum Werfen? Ja, werfen wir mal. Oh, ich bin zu nah dran gestanden. Das war eine blöde Idee von mich. Mache nichts mehr. Nichts gut. Dann kaputt. Wie ist das Wetter bei euch so? Also in Wien. Hä? Übrigens, ich habe heute Geburtstag. Siehst du, das habe ich noch gar nicht. Das wollte ich eigentlich am Anfang schon sagen. Ich habe heute Geburtstag. Ist das zum Glauben? Bei den Orthodoxen bin ich ein Heiliger. Der heilige Peacemaker. So. Schauen wir mal. Ich bin wieder da. Ich wette, die sind jetzt alle wieder da. Ja, wie wunderbar. Machen wir sie kalt. Ich brauche dieses Scheißding jetzt nicht mehr. Ich mache euch einfach kalt. So wie mir das taugt. Oh, Waffe überladen. So, steht er wieder auf. Wie voraussehbar. So, da kommt jetzt auch einer, der sich wichtig machen möchte. Oder auch nicht. Ah. Wurst. So. Ist das der Luftschacht vielleicht, ha? Nein. Das muss dann aber eigentlich hinter dem Gebäude sein. Schauen wir noch weiter zurück. Also warte, wo ist der? Der ist ja schon weg. Er ist da draußen. Na, das hat ja nicht funktioniert. Aber das hat nur nicht funktioniert, weil ich die falsche Taste gedrückt hatte. Nein, schwacher Roboter, bitte. Was soll denn das? Was legt ihr mir daher? Das kann ich. Warte mal. Können wir den sneaken? Hm? Eventuell. Er hat uns gesehen. Der blöde Sack hat uns gesehen. Das fand ich aber gar nicht schön. 37%, na wenigstens der hat was drauf. So, schauen wir, was da ist. Wo ist das? Jetzt schauen, ob wir keine Terminatoren da herumlaufen, weil sonst schießen wir sie über den Haufen. So. Ich wollte es nur mal klargestellt haben da. Was ist da? Da ist nichts, verdammte Kacke. Sind Mistkibbeln drin oder was? Was will mir das Spiel damit sagen? Ist im LKW vielleicht was drin? Ah, vielleicht kann ich den LKW aufschießen irgendwie. Werfen wir Rohrbombe, gehen wir aber vorher in Sicherheit. Ich will nicht noch einmal sterben, weil ich eine Rohrbombe werfe. Oh, das war knapp. Das war zu hoch. Jawolle, die Idee war genial. Was ist da? Was ist da? Handel, Geld, 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 Geld. Geld, noch mehr Geld. Geld, Geld, Geld. So, das spenden wir jetzt den Armen. Also es geht ja gar nicht, ne? Hm, naja. Ah, noch mehr. Wow, habe ich da ein Einkaufszentrum gefunden, oder was? Ja, mit irgendwas müssen wir uns ja... Und
unsere Friedenswaffen. Besser wäre es ja, wenn es mit Diskussionen, aber T-800, habe ich gehört, lassen nicht mit sich diskutieren. Einfach, ja, dann nix wie rein da, oder? Na? 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 Ah ja? Ah, da bin ich. Ach Gott, aber jetzt wissen wir es ungefähr. So, da ungefähr. Passt. Noch eins. Ach Gott. Na, kann ich hier normal aufmachen. Aber. Aha, aha. Noch was? Nix. Mach auf. Mach auf die Tür. Zum Scheißhaus hier. Stoffe. Okay. Okay, 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 sehe ich schön, sehe ich. Ah, da liegt noch was. Altmetall. Ja, wir können sicher irgendwann einmal was damit anfangen. Was haben wir da? Noch mehr Handelsressourcen? Sehr gut. So, ich glaube, das war's. Das hat sich ausgezahlt, dass ich da reingeschaut habe. Aber so gehe ich wieder zurück. Ich muss davor. Das habe ich vorhin anscheinend komplett übersehen. So. Wir gehen wieder auf dieses Ziel zu. Seit ich die Plasmakanone habe, habe ich viel weniger Angst vor Terminatoren, möchte ich ehrlich zugeben. Ob das ein Bosskampf ist, der T-42? Eventuell, gell? Bosskampf! Wer sagt's denn? Ah ja. Na, mach dich Meier da! Socken. Noch wer? Nein. Schaut nicht so aus. Gut. Chip. Chip. Und du funktionierst schon nicht mehr da. Diese Dinger muss ich kaputt machen, das vergesse ich andauernd. Was ist da oben? Wow! Das nenne ich mal eine Raketenanlage. What the fuck? Alter. Wuff. Die ist ja riesig. Ah. Da vorne geht... Was ist das? Ein 800er, gell? Ja, die 800. Den fotografieren wir auch. Yeah. Ich will ein Foto vom T-800. Schau, jetzt rennt der von mir davon. Nein. Wir schießen die Energiezelle kaputt, wenn er vorbeigeht. Und zwar genau jetzt. Das hat ihm nicht sonderlich interessiert. So, so, so. Foto, Foto. Nein, falsch, Taste. Wir müssen uns kurz heilen. So, wir sind geheilt. Ach, das war's. Kein Foto vom T-800. Plasma-Munition, immer ganz wichtig. Feuerrate 17%, kannst du kalten, einer. Was war das? Alter, ich schwöre, die Dinger sind riesig. Sollte ich die vielleicht fotografieren? Kann ich nicht. Ah, ich kann zoomen auch, das merke ich erst jetzt. Okay, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Wir müssen dem Widerstand erzählen vom Terminatoren von Seltsamen mit Fleisch. Wieso drücke ich immer nur die falsche Taste? Wirklich. Kann ja nicht sein. Oh, überhitzt. Aber jetzt. Nein, überhitzt. Wir heilen uns lieber.
Ich würde sagen, ich habe keine Munition mehr. Jetzt kann ich die Waffe, die Ober... Ah, da. Puh. Null, null, okay. Das könnte sich zu einem Problem entwickeln. Eventuell. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wow, da ist er. Ich kann ja mit den Kugeln, kann ich nicht. Passt, wir haben ihn. Danke, du Sack. Energiezins Schaden plus 18% haben wir gekriegt. Hm. Auch nicht schlecht. Nur nutzt mir das nichts ohne Munition. Oh ja, vielleicht habe ich. Ja, jetzt habe ich wieder Munition. Wie viel habe ich? 29 Schuss. Ja, wir werden auskommen müssen damit. Da haben wir auch einen Meier gemacht. Den werden wir auch ausnehmen. Jawohl, 35 Schuss hat der auch gehabt. Passt. Passt. Ich will aber jetzt einmal die andere Waffe ausprobieren. Ach Gott, da warum drücke ich immer die falschen Tasten? Geh mal am Sack. So, wir wollen die ausprobieren. Genau, mit 61 Schuss. Und was ist da in die Missionen? Nebenmission. Kreide voller Überraschungen. Achso, das sind die drei Ziele, was mir da anzeigt werden. Okay, passt. Na, die werden mir ja anzeigt. Passt. So, gehen wir nochmal darauf, damit ich auch wirklich die Waffe habe. Nein! Gegenstand fallen lassen, auswählen. Also ich kann da auch verbessern. Coole Sache. Kann ich auch was herstellen da? Hey, vielleicht können wir was herstellen da. Ja, mal schauen. Na. Fertigkeiten, nein. Archive, nein. Karte, nein. Okay. Ah, unser erstes Ziel ist gleich da vorne. Warum komme ich da nicht drauf? Oh, was ist das? Vorsichtig sein. Ein Brückengeländer. Oh mein Gott, ein Brückengeländer. Wie komme ich darauf? Da muss ich noch eins rauf. Okay. Ne, wird nur so gehen. Oder von außen vielleicht. Da steht ein Van. Ah, da ist was drauf. Na komm. Nein. Anscheinend will er nur von der Seite rauf. Ich höre was. Ist es ein T-40? Objekt T-800. Okay. Gepanzerte Spinne. Okay. So, wo haben wir es? Das Teil, das ich suche. Ah, da vorne. Kameramodus. Verwende die verbesserte Ultravision-Brille, um Fotos von Skynet-Einrichtungen und Feinden zu machen. Ja, und Viereck, um ein Foto zu machen. Richte dich auf das markierte Ziel aus, um dir beim Bildqualität mindestens gut zu erzielen. Okay. So. Ah ja, jetzt muss ich diese fotografieren, ne? Ja, voll an Raketenturm. Okay. Falsch. Perfekt. So voll.
Ach Gott, falsche Taste. Noch einmal. Schlecht. Perfekt. R3, ne? Hat er nicht gesagt R3? Scheiße. Habe ich jetzt ein Foto gemacht? Wahrscheinlich nicht, gell? Das gibt's ja nicht. Ich will ein Foto machen. Foto. Mach ein Foto. Foto machen. Viereck, deppert. Okay, das war mal das eine Foto. Da machen wir das zweite Foto. Und, wo ist der letzte? Who is it? Na, where is it? Wow, what the fuck? Gepanzerte Spinne. Foto. Foto. Wo ist mein Zielfoto? Da Foto? Na, kein Foto. Fotoapparat. Ah, Mission aktualisiert. Geh zurück nach Pasadena. Okay, gehen wir zum nächsten. Das ist 100 Meter. Wow, what the fuck? Ist das ein Turm? Das sind zwei Türme. Und ein T-800. Okay, das heißt, es wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Opa, nicht viel. Oh, noch ein Tier. Ah, noch ein Schussgerät. Vielleicht können wir die ja hacken. Wenn wir die hacken können. Achso, die sind hinter deiner Wand. Okay, verstehe. Das ist blöd. Oh, was ist das? T-47, ich habe einen gefunden. Ach, jetzt ist er weg. Der ist getarnt oder so. Verdammte Scheiße. Ist ja urheftig. Der schiebt den weg. Der kann fliegen. Yeah. Muss da vorstellen. Der T-47 kann sich unsichtbar machen anscheinend. Der schiebt den die ganze Zeit durch die Gegend. Wir müssen unbedingt die Kanone da vorne hacken. Aber ich weiß nicht, ob ich den sehen kann. Ich kann den nicht sehen. Wo geht er jetzt hin? Er ist im Boden drin, verdammt. Ist ja urwitzig. So, da ist er. Ich habe ihn. Um einen Skynet-Außenposten auszuschalten, musst du den Generator zerstören. Alternativ kannst du den Hauptcomputer hacken. Okay, okay. Und die Kontrolle über alle feindlichen Türme im Außenposten. Okay, wir brauchen den Hauptcomputer. Structures in Pasadena. But keep in mind, that is not your highest priority. If you want to save ammo, overloading the main computer at any storage facility will do the trick. Ja, jetzt hat er sich wieder getan. Scheiße. Wo ist der Hauptcomputer? Er ist sicher nicht hinter mir, ne? Ist der T-47 jetzt da, oder was? Nein, das ist das da unten, das Ding.
Pah. Macht mich fertig. Dass ich den nicht sehen kann, ist Arsch. Ach Gott, Blödsinn. Was haben wir da? Was zum Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen. Okay. Da müssen wir uns was aufbrechen. Passt auf erst auf Anhieb. Sind da Plasma dabei? Energiezellen zur Herstellung verwendet. Wir können aber gerade nichts herstellen. Und Gewehrmunition, die uns wahrscheinlich nichts nutzen wird. Und irgendwo kann ich da noch was aufsperren. Ich wüsste aber nicht was. Komisch. Ah, da kann ich speichern. Da ist ein Computer, da speichern wir jetzt. Ah, und Werkbank ist auch da. Da gehen wir zuerst. Ah, passt. Gehen wir zuerst zur Werkbank. Holen uns Plasmazellen. Passt. Wie viel haben wir jetzt? 239. Okay, das wird ja hoffentlich reichen. So, dann der Rohrbomben nehmen wir uns auch. 3, ja voll. So. Mehr geht sie jetzt eh nicht aus. Jetzt tun wir speichern. Passt. So. Schauen wir rein. In die Krankenwagen zuerst einmal, ne? Wer weiß, was wir da finden für Aufputschmittel. Okay, weiter runter. Okay, weiter mehr in die Mitte. Na komm, 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 komm. Oh. Oh. Jawolle. Was haben wir da? Schmerzstillend. Ah, oh, Geschwindigkeit, cool. Geschwindigkeit können wir eventuell Zeitlupen. Ah, oh, geil. Das ist ja geil. So. Ist fast dasselbe. Au, jetzt ist eine Mauer abgebrochen. No. No. Na eben. Geschwindigkeitsstimulanz. Zeitlupen. Zweimal haben wir die jetzt. Sehr gut. Passt. So. Schauen wir mal. Ich hoffe, das hat jetzt nicht allzu viel Aufmerksamkeit erregt. Die könnte ich vielleicht von hinten kalt machen. Oder von oben. Ich gehe einfach rauf. Ich mache alle von oben kalt. Scharfschützen! Action. Oder auch nicht. Lass mal schauen. Na, da sehe ich kann. Aber da komme ich vielleicht raus, hä? Kann ich irgendwie hinhauen? Ja. Na, anscheinend nicht. Uah, deppert schon wieder. Na, scheiße, ich bin ein Depp. Ja, anscheinend habe ich echt ein Problem damit, dass da oben die Handgranate ist. Was soll's? Was soll's? Wir reinkarnieren wieder und probieren es noch einmal. So, sag ich her, wir sind da. Super. So, machen wir wieder. Machen wir wieder.
Achso, warte, meine Stimulanzen habe ich jetzt aber nicht bei mir, gell? Mal schauen. Stimulanzen, oh ja, da. Einmal schmerzstillend. Das ist eine Granate. Nein, habe ich nicht. Muss ich mal noch einmal holen. Das war irgendwo da, gell? Oh. Das ist jetzt woanders. Passt. Wir werden uns eine Zeitlupenstimulanz nehmen. Und werden versuchen, dem T-47 davon zu kommen einfach. Oder fotografieren und abknallen. Irgendwie sowas machen wir. Ganz sicher. Ah je. No? Ist sicher nicht von irgendwo her, dass die da so viel hergeben. Also ich krieg da sicher Stress. So, da kommt jetzt der. Den nehmen wir uns gleich vor. Passt. So viel dazu. Wir gehen raus. Ich will halt den T-47 nicht über den Weg laufen. Ach, schalt das aus, das Teil. Da hinten muss das irgendwas sein zum Ausschalten. Da sehe ich immer rote Pfeile, wenn ich anfange zum Schießen. Aber vielleicht sind das auch nur die Türme, ne? Oh. Kann der durch Wände gehen oder was ist das? Okay, wir müssen wahrscheinlich einmal das Schloss hacken, weil der da drinnen irgendwo herumgeht wahrscheinlich. Schauen wir mal. Heck, heck. Uff, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Gut, okay. Wir dürfen nicht über das hinaus. Gehen wir ganz runter. Ah, scheiße. Ach, fuck. So. Zack. Ah, da kann ich eh rauf, runter, wie ich will, okay. Tor offen. Nur nicht zu viel Aufmerksamkeit. Nur nicht zu viel Aufmerksamkeit. Ich schieße den Plasmabehälter. Die fliegen in die... What the fuck? Wo? Wo? Ein T-800, verdammte Scheiße. Blöder Sack. Leg dich hin. Du hast Chips für mich. Kommt jetzt noch einer, oder was? Nein, das sind nur die zwei da unten. Okay. Der T-47 schleicht da auch drinnen umher. Das heißt, wir schleichen dort umher. So. Oh, da ist er. Der T-47. Ah, fuck. Qualität zu niedrig, Alter, was... Was, wieso? Jetzt da. Ich stehe zu weit weg. Okay. Well done, Private.
Ah, passt. So, kann ich den jetzt mehr machen, oder? Neue Erfahrungspunkte. Okay, wir nehmen schnell den Erfahrungspunkt. Schauen wir, was wir erweitern auf unserem Erweiterungsding. Herstellen, nehmen wir es herstellen. So. Wir müssen noch immer diese Station hacken, ob es uns passt oder nicht. Die 47 geht da hinten herum, das heißt, wir haben ein bisschen Zeit da rein weiter zum Gehen. Ja. Passt. Hinten muss ich in den Prozessor schießen, ich bin mir sicher. Also den kann ich sicher nicht mit Messermeier machen. So, warten wir, bis er sich umdreht. What the fuck? Oh, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Wow, what the fuck? Okay, mit dem habe ich nicht gerechnet, dass der so heavy drauf ist. Oh, ich habe mich schon wieder selber umgebracht. Das ist die Suizidfolge. Huh? Der ist ja groß. Mit dem habe ich. Ich habe geglaubt, der bleibt so klein. Scheiße, und der kann hupfen. Ja, aber das ist der. Ich bin mir ziemlich sicher. Den muss ich hinten reinschießen oder eine Granate hinten reinschmeißen. Dann ist der ganz schnell down. Aber da müssen wir sneaken. Er darf uns nicht sehen. Okay, wir machen das. Wir machen das. Ich sag's euch, wir machen das. So, noch einmal. Wir müssen zuerst den T-800 Meier machen, der da vorne gleich ums Eck kommt. Passt, das ist jetzt gespeichert, das ist sehr gut. Die Tür ist offen. Ah, er hat es gespeichert automatisch. Passt. Das heißt, wir müssen nur den T. What the fuck? Ah, Kanone. Okay. Wir pfeifen auf den T-47. Ich sage euch, was wir machen. Wir lassen den da vorne weiter marschieren. Stören uns überhaupt nicht dran und sneaken da rein. Und schauen, dass wir die Konsole erwischen. Die uns alle Zugang zu allen Türmen verschafft. Dann brauchen wir uns nicht da viel mit dem T-47 herum ärgern. Ich habe kurz Zeit zum Schauen, okay. Wir müssen warten, bis der Laser wieder da ist. Ah ja. So, jetzt da. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, ein bisschen. Nicht viel, nur ein bisschen. Oh, fuck you. Gut, 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 gut. Das ist gut. Was macht der T-47? Der schaut weiter in die Luft. Okay, passt. Jetzt gehen wir vor. Passt, 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 passt. So, hacken wir den Plasmaturm, dass er uns beschützen kann.
Ah, fuck. Ah, fuck. No. Na, wir gehen da ganz rauf, das ist sicherer. Passt, da gehen wir ganz runter. Nein, da gehen wir auch ganz rauf. So. Ach, geh. Na, geh. Scheiße. Noch einmal. Kann ja nicht so schwer sein. So, einmal. Passt. Das war mal der erste Turm. Weil ich finde die Konsole nicht, ne? Will ich die Hauptkonsole? Vielleicht ist die da drinnen irgendwie. Gehen wir mal weiter. Ober uns ist auch ein Turm, den darf ich nicht vergessen. What the fuck? Plasmazellen, okay, die nutzen wir eh recht wenig gegen den. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein. Wir hacken uns in die zweite Kanone rein. Oh, der kommt da durch sicher. Nein, der geht hinter der Wand, oder? Der geht ganz sicher hinter der Wand. Ja, ja, voll. Passt. So, wir gehen weiter. Verstecken uns vor diesem Turm. Der so gesehen gar keine Chance gegen uns hat, weil er uns nicht sieht. Haha. So. Er hat uns kurz gesehen, okay. Das muss man ihm natürlich lassen. Ah, fuck, zwei dumm. Okay. Na, es war eh drunter. Aber jetzt da, komm, komm. Ach Gott. Aber jetzt da, komm. Na, komm, komm, komm. Jetzt. Ah, Scheiße, jetzt habe ich nicht geschaut. Na, dann hackt man halt noch einmal. Oh oh, Musik. Ich höre Musik. Musik ist in dem Spiel immer was ganz Schlechtes. Ich meine, coole Musik, aber. Ach, geh, bitte, das kann ich nicht. Jetzt haben wir mal die Mitte. Ach, Scheiße. Zwei drüben. Jawohl. Passt. Der hackelt auch für mich. Was war das, Alter? Also, wahrscheinlich kriege ich einen Stromschlag, wenn ich es nicht schaffe, ne? Tja. Lass mal da vorbeigehen. So. Hacken wir das nächste Schloss. Uah, Scheiße, jetzt habe ich Panik gekriegt, dass es nicht mehr ausgeht. Ach Gott. Ja. Passt. Ist die Tür auch offen? So viel dazu. Die Türme gehören mir, zumindest die unteren zwei. Oben habe ich auch noch einen zu bearbeiten. Aber das könnte sich ja schwierig herausstellen wegen dem da. Wir gehen trotzdem. Ist das da die Hauptkonsole oder was?
Der schaut gar nicht zu mir her. Was sehr praktisch für mich ist. Das heißt nämlich, dass ich hinrennen kann. Aha. Auf geht's. Nächste. Fahrt die Türme werden immer schwerer, ich sag's euch. Ach, geh. Na, geh. Ja. So, das macht jetzt die Kanone alles für mich. Wo ist er? Darf uns noch nicht sehen. Das wäre für uns nicht schön. Oh oh. Oh oh. Da ist sein Prozessor. Viel hat er jetzt aber nicht verloren von seiner Energie, gell? Aber ich glaube, den müssen wir gar nicht mehr machen. Lockt man da rein? Zu die Kanone? Jawohl, er ist kaputt. Die Kanonen sind echt Gold wert da. Er steht wieder auf. Die hat ihm nur die Hälfte von seiner Energie abgenommen. Wahnsinn. Na, der holt aus. Bist du deppert? Wir machen den jetzt Meier, ich sag's euch, wir checken das jetzt. Oh oh. Daher. Oh, er ist woanders. Wo ist er denn? Wo versteckt er sich? Ist er über mir? Er ist drinnen, gell? Aber nicht unten.
da ist er, okay. Schießen wir ihn gleich noch einmal ran. Wo ist er, die Kriegsmaschine, die wir vernichten werden? Weg, 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 weg. Nicht kommen, passt. Haha, du wirst mir nicht finden, mein Freund. Deswegen schicke ich dir jetzt eine Rohrbombe rüber. Wem getroffen? Sicher wem getroffen. Gleich hammern, gleich hammern. Ja. Ja. Wir haben ihn. Blöde Penner. Man ist schon voll am Sack gegangen. Plasmabehälter, das ist so Munition für die, gell? Der hat sicher geile Sachen für mich. Der ist weg. Na geh. Der ist weg. Na, ich hab glaubt, der hat einen geilen Chip drin, so Stabilität oder sowas, ne? So ein Schaß. Das ist jetzt aber schon ein bisschen gemein. So, da können wir wieder speichern. Da ist wieder eine Werkbank, die wir auch so gleich nutzen werden. Hey, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Warum sagt mir keiner was? Einmal können wir 15 Schuss herstellen, okay, das wird ja wohl reichen. Und einmal können wir eine Rohrbombe machen, ja. So. Wir tun speichern, weil wir haben in T-47 vernichtet, hallo? Wir sind gut. Was ist das? Warum leuchtet das? Was muss ich da machen? 11 Meter? Ah, das ist da oben. Okay. Und wie komme ich da jetzt drauf? Ha, die Frage des Jahrhunderts. Wie kommt Peacemaker darauf? Raten Sie jetzt. Kommen Sie. Und raten Sie mit. Scheiße. Ah, Stufen. Wir benutzen einfach die Stufen. So, was ist das? Was ist da? Nix. Aha, öffnen. Was ist das alles? Ein Medipack, Stoffe und chemische Verbindungen, okay. Dietrich brauchen wir immer, Batterie brauchen wir auch, aber können wir nicht nehmen. So. Ist das in dem Stockwerk? Wurscht, da liegt was zum Verkaufen.
Dort liegt auch was. Liegt noch irgendwo was? Na ja. Jo, aber da werde ich das wahrscheinlich nicht finden. Okay, passt. Gehen wir noch ein Stockwerk rauf. Gehen wir halt noch ein Stockwerk hinauf. Ich hoffe, die Treppe bricht uns nicht ein. So. Wo ist denn das schöne Teil, das wir suchen? Ist noch weiter oben. Ja, ist noch weiter oben. Gut, wir gehen noch einmal die Treppen rauf. Treppe rauf. Ja. Wunderschön. Zurück nach Pasadena. Was habe ich jetzt gemacht? Skynets westlicher Außenposten, östlicher Außenposten. Okay. Mhm. Okay. Wir müssen noch für den kleinen Brudi... Ach, schon wieder drücke ich die falsche Taste. Wir müssen noch für den kleinen Brudi die Kreide mitnehmen. Ah, warte, die sind neu dazu. Östliche Außenposten. Zuerst holen wir uns die Kreide voller Überraschungen. So, die befindet sich 95 Meter in diese Richtung. Na dann, gehen wir halt für ihn die Kreide holen. Schließlich und endlich will der endlich zeichnen. Ich meine, hallo, die können ihm nicht einfach nicht zeichnen lassen. Keine Ahnung, ich gehe da nachher noch einmal her. So, zuerst holen wir die Kreide. Wir machen jetzt die ganzen Nebenmissionen und dann beenden wir das Video, dann nächstes Mal machen wir weiter. So. Die können ja nicht allzu lang dauern, sind ja Nebenmissionen. Aber das mit der Kreide war mir schon wichtig. So, noch irgendwer, der sterben will? Ja, du da vorne willst sterben, soweit ich das gesehen habe. Passt. Will noch wer sterben? Nein, passt. Achso, das sind ja Terminatoren. Will noch wer terminiert werden? Munition ist immer gut. Oh, da sind noch welche. Na, die holen wir uns auch gleich. Was ist das? 31 Schuss, passt. War mal klar. Hab damit gerechnet. So, und den können wir jetzt vielleicht sogar sneaken von hinten. Das sind zwei. Dass man bei denen immer die Waffen ausgeht. Oh, er hat mich entdeckt. Was höre ich da? Achso, das sind wieder diese Raketenwerfer, okay. Die sind ja kein Problem, so gesehen. Dabei noch nicht. Wer weiß, vielleicht werden sie noch zu einem. So. Wo ist denn seine Kreide? Kreide, wo bist du? Wir brauchen dich zu zeichnen. Okay, wir gehen eins runter. Nein. Da sind noch zwei Sachen zum Aufbrechen. Aha. Okay. Aha. Die sind wahrscheinlich, wenn ich die Treppen runtergehe, erst. Na, dann gehen wir halt die Treppen runter und schauen. Ja. Irgendein Terminator da? Nein, nicht. Ich nicht, die Seele ist in Butter. Handelsressource. Öffnen. That's Jennifer's father. Remington Schrottgewehr, okay? Können wir verkaufen.
Aufbrechen 20. Oh. Ist gut. 20% Chance und ich habe es beim ersten Fertigkeitsbuch. Aha. Cool, 2 Fertigkeitspunkte bekommen. Das ist toll. Toll. Das ist so toll. Was ist da? Passt, nehmen wir uns. Ich habe jetzt nicht geschaut. Wir müssen uns beeilen. Das Video wird sonst zu lang. So, da gehen wir auch noch die zweite Tür. Oder was auch immer. Da haben wir was zum Verkaufen. Passt. Oh, zweite Tür. Ha? 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 Wie wär's? Mit einer zweiten Tür. Ah, da. Okay. Uff. Post, post, post. Da haben wir noch was. Liebe Jennifer. Liebe Jennifer, ich hatte Angst davor, das Thema wieder anzusprechen, weshalb ich beschlossen habe, dir diesen Brief zu hinterlassen. Ich hoffe, du findest ihn auch. Nein, ich habe ihn nicht gefunden. Ich glaube, sie hat ihn nicht gefunden, weil ich habe ihn gefunden. Ich glaube nicht, dass du und dein Bruder im Haus noch sicher seid. Etwas ist bei Ed nicht mehr in Ordnung und wir haben Angst, dass er euch etwas antun könnte. Er ist nicht der Mann, der er mal war. Wir werden morgen gehen und ich denke wirklich, ihr solltet mit uns kommen. Wir werden bis zum Sonnenuntergang auf euch warten. Ich schreibe dies nur mit dem besten Absicht, mit der besten Absicht und ich hoffe, du verstehst das. Passt auf euch auf. Rose. Rose. Na? Rose. So. Passt, 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 passt. Nimm mal. Was ist da noch? Nix. Habe ich jetzt die Kreide? Ich habe die Kreide noch immer nicht, gell? Wo ist die verdammte Kreide? Aber das ist das Spielzimmer, gell? Kreide voller Überraschungen. Suche nach der Schachtel. Wo ist die Kreide? Ah ja. Ist sie das? Nein, das war sie auch nicht. Werkbank. Altmetall. Spielspeichern. Na, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir gehen ja noch was machen. Oh ja, falls ich sterbe, ist besser. Aber zuerst finde ich die Kreide. Hoffe ich. Denke ich, schätze ich. Glaube ich. Okay, da ist sie mal nirgends. Aber die muss da irgendwo sein. Ich habe sie nur übersehen, ganz sicher. Was ist das? Ah, was ist das? Handelsressource, okay. Aha. Kreide. Ich leide ohne Kreide. Wo könnte sie nur sein? Verdammt. Geht's da noch einmal runter oder habe ich eine Tür vergessen? Ja, eine Tür ist noch zu. Hoffen wir das Beste. Da ist sie. Leere Kreidepackung. Achso, die ist leer. Genau. Ah ja, wir müssen Jen and Dad. Jetzt schätze mal, wir suchen am besten einen Schulbus, der auf der Straße geht und schauen in ein blaues Haus rein. Ne? Schauen wir mal, ob wir das finden. Ah, steht er angeschrieben. Okay, das finden wir ganz sicher. Steht er da. So, also gehen wir wieder hinaus. Aus dem Haus. Ich hoffe nur, ich finde auch raus. Ah ja,
ich wollte noch speichern. Passt, Spiel wird gespeichert. Da geht's nicht raus, da geht's auch nicht raus, da geht's auch nicht raus. Okay. Da geht's auch nicht raus. Und da geht's auch nicht raus, also kann sie eigentlich nur da rausgehen, aber da geht's auch nicht raus. Ah ja, genau, wir sind ja runtergegangen. Ich habe was gehört. So, schauen wir, wo die gerade ist. Wir sind im Versteck angelangt. Ist aber kein sehr gutes Versteck. Möchte ich mal so erwähnen. Okay, gut. Da ist schon mal was mit Kreide. Sehr schwer. Oh, je. Okay. Na gut. Das hat doch gut funktioniert für sehr schwer, oder? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben nichts mehr. Aber wir folgen der Spur der Kreide. Weiter. Da ist nichts. Okay, da geht's jetzt wieder rauf. Noch weiter. Ja, der hat ja eine tolle Fantasie, der kleine Bub. So, schauen wir, was da ist. Nix. Nix. Fellowship. Ah ja, da haben wir jetzt die Kreidepackung. Passt. Mission abgeschlossen. Kreide voller Überraschungen. Passt. So, schauen wir. Ah, schon wieder. Ist es die Möglichkeit? So, wir haben jetzt noch Collins Versteck. Das machen wir schnell als nächster. Das ist auch in der Nähe. Da. Da, das sind nur 150 Meter, da sind wir gleich da. Aber ich muss erst einmal rausfinden da. Scheiße, wie bin ich denn reingekommen? Ah, ich bin Stufen wieder gegangen, gell? Oder? Doch nicht? Nein, nein, da bin ich von da gekommen, also irgendwas passt da jetzt nicht. Ich merke mal nie, wo ich herkomme. Aber wenn ich was finden soll, finde ich es. Es sei denn, es ist ein Schatz bei Assassin's Creed dann nicht. Nein, nein, ich bin schon von da gekommen. Bin da runtergesprungen, ernsthaft? Und wie komme ich da wieder rauf? Ja, da kann ich eben... Ah, ich bin ein Depp. Ich. So, da bin ich wieder rauf und da auch wieder rauf. Also nein, warte, nix rauf da. Da rein, gell? Nein, deppert, hier rauf. Und dann von oben gehe ich einfach runter, ne? So, und da kann man sicher irgendwo runter.
sage es nicht. Terminatoren sind auch keine in der Gegend, deswegen laufen wir. Wir laufen den ganzen schönen da oben Zaun. Okay. Passt. What the fuck? Kann mit mir anlegen, oder was? Fliegen oder was? So habe ich euch alle beide vernichtet. Ja, nicht ganz. Einer? Wo ist da noch einer? Ich wollte eigentlich aber so gehen, ne? Da ist mein Ziel. Den müssen wir noch mehr machen. Mit einer ausreichenden Sprengstofffertigkeitsstufe kannst du ausgelegte Laserfallen vorübergehend entschärfen oder sogar einsammeln. Nähere dich der Laserfalle und drücke einmal Viereck, um sie vorübergehend zu entschärfen. Drücke Viereck erneut, um sie einzusammeln. Okay. Uff. Aber ich beherrsche Entschärfen noch nicht, deswegen müssen wir wahrscheinlich da unten durch. Da gehen wir da drüber. Da gehen wir da. Und so hat es auch funktioniert. Da schauen wir, was da drin ist. Oh je. Haben wir es fast gedacht. Boah, das ist knapp. Aber keine Plasma. Die dürfen uns ja nicht ausgehen. Uff. Ja, irgendwas über Gastfreundlichkeit. Das will ich jetzt nicht lesen. Sorry. Noch einmal ein Dietrich. Passt. Zuerst sammeln wir alles ein. Apothekenschlüssel. Passt. Terminierungsmesser. Passt. Was ist das? Irgendwelche Aufputschmittel. Passt. So. Gehen wir zur Werkbank. Stellen ein bisschen Plasma-Munition her. Ja, 75 werden ja wohl reichen. So. Medipack habe ich eh genug. Passt.
Sprengstoffmaterial. Die habe ich wieder ganz vergessen. Altmetall passt. So, dann gehen wir halt wieder so zurück, wenn wir reinkommen sind, ne? So, passt, das war der zweite Streich. Aber da hinten geht's weiter, sogleich. Oder was? Da muss ich aber rauf. So wie es ausschaut. Da kann ich aber noch nicht rauf. Na, vielleicht komme ich weiter hinten rauf. Schaut nicht so aus. Ach, Scheiße. Kann ich meine Munition auffüllen bei dem? Nein. No, geh weiter. So. Ah ja. Ah ja, da. Da war ich doch schon. Habe ich jetzt die Mission geschafft? Nein, sonst wäre er gestanden. Da muss irgendwo Collins Versteck sein, oder? Collins Versteck. Suche die Apotheke im Krankenhaus in der Nähe. Die Apotheke. Dispensary. This is it. Mittel, zwei Versuche habe ich, ich glaube aber ich kann Dietriche herstellen. Uff, die sind schwerer, die Schlösser. Ah. Müssen wir Dietrich herstellen. Dietrich! Da. Wir stellen 10, 10 werden erreichen. So, gehen wir nochmal rauf. Achso, da war ich schon. Da war ich noch nicht. Looks like Colin was really prepared. Or maybe he was planning to open his own pharmacy once this was all over. Aaron will appreciate that. Passt. Das war mal das. Mission abgeschlossen, die nächste. Passt zur nächsten Mission. Ich würde sagen, wir speichern und knallen den da draußen ab vorher. Gute Idee, gute Idee. Machen wir das so. So viel zu euch zwei. Skynet. Ach, mein Rucksack ist voll. Okay. Ich kann keine Plasmazellen mehr nehmen, oder was? What the fuck? Hm?
I don't care. Und schon bist du kaputt. Passt. So. Ich wollte das nur erledigt haben. So, wir speichern. Blunk. Spiel wird gespeichert. Wie viele Nebenmissionen müssen wir noch? Zwei noch. Zwei noch, dann haben wir es geschafft. Okay, Skynets westlicher Außenposten. 284, okay. Findet man immer so geile Sachen drin. Wir laufen zu unserem Ziel. Papa, was ich Türen auslass. Ah ja. Ich brauch die Kanone. Kanone nur als Rückendeckung. Wo ist er denn? Einfach steht aha. Ja gut, wenn die alle viel schneller unterwegs wären, wäre es wahrscheinlich viel schwieriger. Passt. Hackelt für uns. Was kümmern wir uns um das Schloss? Noch. Und noch mehr Kanonen drin sind. Ach, ich komme da nicht rein, so okay. Mit Hacken schaffe ich es nicht. Vielleicht schaffen wir es ja anders. Jawohl. Terminatoren sind keine da, nur dieser eine Geschützturm, okay. Hoppala. Hoppala. Da ist die Hauptkonsole. Doppel, die muss ich hacken. Oh.
schauen mal das. Ja, alle Türme hakeln für mich. Die Tür ist auch offen. Sehr gut. So, machen wir die letzte. Damit wir auch aufhören können. Dann verteilen wir noch den einen Fertigkeitspunkt. Skynets Außenposten andererseits. Okay, passt, machen wir, gehen wir. Mal, wir sind da richtig. Oh, so. Passt, gehen wir weiter. Ich glaube, das ist eh da, wo ich den T42 vernichtet habe. Da ist offen. So. Ah, da geht es sogar noch einmal runter, das habe ich nicht gesehen. Da müssen wir uns vielleicht noch vor Kanonen in Acht nehmen. Obwohl, eigentlich sollten die ja alle für mich hackeln. Ah, da ist noch das Terminal, okay. Schauen wir zuerst noch, dass wir da was finden. Skynet Plasma-Generator. Ja, den haut es dann eh mit dem Teil in die Luft. Müssen wir nachher noch einmal hergehen und schauen, ob es das eh alles in die Luft gehackt hat. Da bist du, da ist so viel. So. Knapp. Bam. Lauf! Passt. Wir haben alle möglichen Ziele erledigt. Ja, hat sie alles in die Luft gejagt da. Passt. So. Ah, das geht sich noch aus. Das ist nicht weit. So, und was finde ich da? Ach so, das ist mein Weg dann zurück nach Pasadena. Oder muss ich da noch Fotos machen? Mach Fotos von dem markierten Ziel. Bah, hart. Ach Gott. I'm sending you the first set of pictures. That's exactly what we need. Move to the second point. Na, jetzt muss ich die noch einzeln fotografieren, oder was? Ruheort. Ach Gott, die Texte werden immer länger. Ja, Hauptsache, wir haben den Buben wieder die Möglichkeit zum Zeichnen gegeben. Ganz oben. Na, dann gehen wir halt rauf.
Okay. Okay, da muss ich näher hin. Vielleicht von da. Eventuell. What the fuck, was ist jetzt? Jetzt ist es weg. Na, so ein Scheiß. Ja, da sollte ich nicht runterfliegen. Na! Ah! Gerade habe ich noch gesagt, da sollte ich nicht runterfliegen und dann rutsche ich aus. Ah, schauen wir, wo wir neu anfangen. Ich hoffe, der hat die Fotos jetzt gemacht. Weil noch einmal mache ich das erst beim nächsten Mal. Weil es ist ja schon fast 12:45 ist schon. Nein, 12 ist oder so. Ich sehe die Uhr gerade nicht. Es ist 12:30, wir spielen schon wieder viel zu lang. 12:30 in der Früh ist jetzt pushen. Also wenn das Video, schaut sich wahrscheinlich jeder erst morgen an. Also heute. So, wir fangen da an beim nächsten Mal, okay? Die Grafik hat jetzt eh gerade Probleme gehabt. So. Ja, und gehen dann wieder rauf beim nächsten Mal. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich verabschiede mich. Sorry, dass das Video erst zu spät gekommen ist. Aber ich habe ja Geburtstag gehabt. Deswegen ein bisschen später. Mir hat Spaß gemacht. Alles Liebe, alles Schöne. Ah ja, und die 4 Fähigkeitspunkte verteilen wir auch das nächste Mal. Alles Liebe, alles Schöne, euer Peacemaker.